Also der Einwand am Anfang war halt so ein bisschen der Kosten-Nutzen-Faktor. Wir sind ja neu in dem Bereich Social Media gewesen und Internetwerbung und mussten natürlich erstmal gucken, okay, was gibt uns das Geld, was wir investieren, wieder. Da muss man natürlich auch sagen, dass Schneider Marketing da sehr transparent war und uns von vornherein gesagt hat, wie das abläuft, wann da das erste Geld zurückkommt. Und das hat auch bisher super gepasst. Einer der größten Erfolge, die wir erzielen konnten, ist zum einen, dass wir die Präsenz, unsere Internetpräsenz und die Reichweite deutlich gesteigert haben. Aber auch, um mal Zahlen zu nennen, wir haben also ungefähr 120 bis 130 Leads bekommen über Schneider Marketing, haben dabei ungefähr 12 bis 13 Alleinaufträge generiert, wobei auch noch viele im Zulauf sind, weil einfach da auch ein bisschen Zeit noch vergeht. Wir haben ungefähr 2,5 bis 2,6 Millionen Euro Gesamtvolumen, was am Ende ungefähr ein Provisionsvolumen von 100 bis 120.000 Euro ergibt, bei ungefähr einem Adspend von 18 bis 19.000 Euro aktuell. Und das ergibt dann irgendwie eine Quote von, schätze ich mal, 500 bis 600% von dem, was wir ungefähr investiert haben. Mein Name ist Patrick Mergans. Ich bin der Gesellschafter, Geschäftsführer der Firma Lux Concepts Immobilien hier in Seesen. Und wir arbeiten im Bereich privater Immobilien primär. Wir verkaufen Immobilien, wir vermieten Immobilien, wir machen aber auch Hausverwaltung und zusätzlich haben wir ein paar Ferienwohnungen, die wir auch vermieten. Aktuell sind wir zwei Mitarbeiter, beziehungsweise ich und noch ein Mitarbeiter. Wir sind aber gerade noch in der Wachstumsphase. Meine Herausforderung, bevor wir zu Schneider Marketing gekommen sind, war eigentlich, dass du natürlich im Bereich Immobilien immer zusehen musst, dass du neue Immobilien bekommst. Es ist ja ein ständiger Wechsel von Abverkauf und Akquise von neuen Immobilien. Und wir haben uns überlegt, wie können wir die Akquise ein bisschen vereinfachen, automatisieren. Natürlich hast du immer Mund-zu-Mund-Propaganda und das kannst du aber nicht regelmäßig so machen, dass du sagst, okay, du weißt immer, so und so viele Leute kommen zu dir aus Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir das am besten gestalten, dass wir da kontinuierlich einen Zuwachs haben und dass wir auch dementsprechend ein gewisses organisches Wachstum generieren können aus der Geschichte. Und da war dann für uns das Thema Schneider Marketing mit Social Media Werbung eine der Optionen, die wir uns dann dementsprechend am Ende auch gesichert haben. Weiterführende Probleme wären natürlich gewesen, wenn du nicht regelmäßig neue Immobilien ranbekommst, die du auch dementsprechend veräußern kannst, hast du natürlich das Problem, dass du nicht wirklich skalieren kannst, dass du nicht gucken kannst und keine Regelmäßigkeit drin hast. Und so war für uns halt die Möglichkeit, dass wir sagen können, okay, wir bekommen aufgrund der regelmäßigen Werbung, aufgrund des regelmäßigen Budgets, du kannst das sehr gut kalkulieren. Und somit haben wir da das Problem umgangen, dass wir halt einen regelmäßigen Zufluss haben. Wir sind auf Schneider Marketing aufmerksam geworden in einer Phase, als wir generell Interesse hatten und überlegt haben, wie soll es weitergehen im Bereich Social Media und Internet Marketing. Da haben wir eine Internetrecherche durchgeführt. Schneider Marketing hatte uns aber auch direkt zum gleichen Zeitpunkt per E-Mail kontaktiert und uns quasi vorgestellt, was sie machen. Und dann haben wir uns mit mehreren Unternehmen unterhalten und sind am Ende dann einfach auch vom Bauchgefühl her bei Schneider Marketing gelandet und haben es auch nicht bereut. Das Gespräch mit dem Berater war erstmal sehr offen und das fand ich sehr gut. Die haben sehr offen kommuniziert, was sie machen, wie sie es machen. Die haben auch sehr klar uns einen Weg vorgestellt, wie lange was wie dauert. Und es waren einfach auch Wege, die uns extrem realistisch erschienen. Dadurch haben wir am Ende auch uns für Schneider Marketing entschieden, weil ich brauche niemanden, der mir den Himmel verspricht und am Ende das nicht einhält. Den Ablauf der Zusammenarbeit habe ich als sehr gut empfunden. Es fing an mit einem Onboarding. Wir haben uns sehr lange unterhalten, wo soll der Weg hingehen, wie soll die Reise gemeinsam passieren, wie lange dauert was. Und somit hat das eigentlich von vornherein, wir wurden immer abgeholt, was passiert gerade, was machen wir gerade. Und das fand ich sehr transparent, das war für mich sehr wichtig. Und auch so ist die Zusammenarbeit immer sehr eng, sehr kommunikativ und das finde ich sehr gut. Ich habe Schneider Marketing als Dienstleister vorgezogen, weil ich hatte keine Ahnung von Social Media. Das heißt, der Aufwand, den ich auch betreiben muss, war zu hoch. Und für mich war einfach auch der Punkt, dass ich das in Profi-Hände geben wollte und dementsprechend auch gesagt habe, wenn es einen Profi gibt, da kommt mehr zurück. Die großen Vorteile sind grundsätzlich, dass wir eine gewisse Planbarkeit für die Zukunft haben. Wir merken auch, dass die Sichtbarkeit sich deutlich erhöht hat, was Internetpräsenz angeht, Social Media. Wir werden auch teilweise angesprochen darauf, dass man sagt, ey, ich habe dich bei Facebook gesehen. Und das ist ein Riesenvorteil und wir hätten das alleine gar nicht in der Qualität hinbekommen. Also alles, was da dranhängt, ist schon sehr umfangreich. Am meisten überrascht hat uns wirklich, dass wir sehr schnell gemerkt haben, dass das Ganze funktioniert. Es war wesentlich schneller als angedacht und gesagt wurde. Und das ist natürlich für uns, gerade wieder das, was das Betriebswirtschaftliche angeht, ein toller Effekt gewesen, weil wir natürlich viel eher an Leads kamen, als wir ja ursprünglich geplant hatten.
Wenn ich überlege oder wenn jemand überlegt, mit Schneider Marketing zusammenzuarbeiten, sollte er sich definitiv ein bisschen Zeit nehmen, sollte sich mit den Jungs mal generell zusammensetzen, sollte einfach mal auch wirklich alle Zahlen, Daten, Fakten prüfen, die die einem geben, weil die Zahlen, Daten und Fakten, die wir da bekommen haben, waren für uns einfach realistisch und waren auch am Ende so umsetzbar. Die wurden auch genauso umgesetzt. Da kam am Ende auch das bei raus, was wir besprochen haben, sogar noch einen Ticken besser. Und wenn ich dann vergleiche mit manchen anderen Unternehmen, mit denen wir uns unterhalten haben, da war es einfach nicht so. Die haben uns Luftschlösser erzählt und das war nichts, was wir realistisch erachtet haben. Und von daher kann ich das dementsprechend einfach nur empfehlen. Setzt euch mit den Jungs zusammen und sprecht mit denen und dann werdet ihr auch erkennen, was die Realität ist.